Die Antarktis ist der einzige Kontinent ohne heimische Landsäugetiere, Reptilien oder Amphibien. Es ist auch der einzige Kontinent ohne nennenswerte Pflanzenwelt. Dennoch blüht das Leben auf diesem Kontinent immer noch. Darüber hinaus bewahrt es auch Geheimnisse, selbst solche, die eine Million Jahre zurückreichen. Nummer 1: Robben sind bezaubernd, tatsächlich sind sie als die Jungen des Ozeans bekannt. Obwohl sie hinter ihren runden schwarzen Augen keinen einzigen Gedanken zu haben scheinen, haben Wissenschaftler kürzlich herausgefunden, dass sie viel schlauer sind, als wir dachten. Weddellrobben gehören zu den wenigen Arten, die sich gut an die extremen Bedingungen des Südpols anpassen. Sie können bis zu einer Tiefe von mehr als 600 Metern tauchen und dabei den Atem mehr als eine Stunde lang anhalten. Zusätzlich zu ihren unglaublichen Jagdfähigkeiten haben Forscher festgestellt, dass diese Robben eine erstaunliche Fähigkeit haben, die Atemlöcher zu finden, die sie auf der Eisoberfläche benötigen. Wie genau sie diese Löcher entdecken, war ein Rätsel, bis von der National Science Foundation unterstützte Untersuchungen eine mögliche Antwort nahelegten. Es scheint, dass Weddellrobben gelernt haben, mit ihrem sechsten Sinn zu navigieren. Nun, wir nennen es einen sechsten Sinn, aber in Wirklichkeit haben sie sich eher entwickelt, um das Erdmagnetfeld zu erkennen. Im Grunde haben diese Robben ihr eigenes GPS entwickelt. Wie cool ist das? Für die Jagd ist die Fähigkeit, von einem Atemloch zum anderen zu gelangen, von entscheidender Bedeutung. Vielleicht war dieser sogenannte sechste Sinn notwendig, damit Robben in einem so wettbewerbsintensiven Umfeld überleben konnten. Nummer 2. Anfang 2022 machten Wissenschaftler, die Tiefen des Weddellmeeres erkundeten, eine erstaunliche Entdeckung. Sie fanden eine riesige Brutkolonie von Eisfischen, eine Kolonie mit einer Fläche von erstaunlichen 238 Quadratkilometern, etwa der Größe Maltas. Diese ausgedehnte Kinderstube enthielt rund 60 Millionen Nester, jedes mit einem Paar schützender Elterntiere und tausenden von sich entwickelnden Eiern. Jedes Nest in dieser Unterwasserkinderstube wurde sorgfältig von erwachsenen Eisfischen gebaut. Sie legten auf dem Meeresboden eine kreisförmige Stelle mit einem Durchmesser von etwa 75 cm frei, wo sie ihre Eier ablegten und schützten. Dies gewährleistete eine stabile Umgebung für ihre Nachkommen, fern von Raubtieren und Meeresströmungen, die die Eier wegtragen könnten. Das zeigt, wie großartig Eisfische sind. Einerseits gehören sie zu den wenigen Lebewesen, die sich dank ihres transparenten Blutes ohne Hämoglobin an die kalten Gewässer der Antarktis angepasst haben. Sie verfügen über Frostschutzproteine, die die Bildung von Eiskristallen auf ihrem Körper verhindern und es ihnen ermöglichen, bei Temperaturen zu gedeihen, die für die meisten anderen Fische tödlich wären. Da das Weddellmeer eines der letzten intakten Meeresökosysteme auf dem Planeten ist, ist das Verständnis seiner Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung wirksamer Strategien zu seinem Schutz. Nummer 3. Vor mehr als einem Jahrhundert galten der Nord- und der Südpol als unerforschte Gebiete, als die letzten Grenzen, die jeder zu erkunden versuchte. Unter ihnen war das Team von Sir Ernest Shackleton. Am 5. Dezember 1914 segelte die Endurance auf dem Weg zum antarktischen Kontinent nach South Georgia Island. Das für raue Polarbedingungen ausgelegte Schiff hatte 28 Männer an Bord, darunter Shackleton, Wissenschaftler und sogar einen blinden Passagier, der Teil der Besatzung wurde. Je tiefer sie in das Weddellmeer vordrangen, desto dicker und tückischer wurde das Eis. Egal wie sehr sie es auch versuchten, der Endurance wurde eine verlorene Sache. Im Januar 1915 wurde er vollständig im Eis eingeschlossen. Die Besatzung unternahm tapfere Anstrengungen, das Schiff zu befreien, indem sie mit Spitzhacken und Sägen versuchte, das Eis zu brechen, aber ohne Erfolg. Die Endurance blieb fest im Eis stecken, und als der antarktische Winter hereinbrach, begann der Druck, das Schiff zu zerdrücken. Monatelang lebte die Besatzung an Bord des eingeschlossenen Schiffes, ertrug die harten Bedingungen und wartete auf ein Tauwetter, das jedoch nie kam.
Am 27. Oktober 1915 traf Shackleton die schwierige Entscheidung, das Schiff zu verlassen, da es seinen Rumpf zerschmetterte und es zum Sinken brachte. Mehr als ein Jahrhundert nach dem Untergang des Schiffes wurde es schließlich mit Hilfe von Tauchbooten und detaillierten Aufzeichnungen des Schiffskapitäns Frank Worsley entdeckt. Forschern an Bord des südafrikanischen Eisbrechers Agulhas II gelang es, das Wrack zu lokalisieren. Bemerkenswert ist, dass die kalten Gewässer der Antarktis das Holzschiff in einem bemerkenswerten Zustand bewahrt haben, wobei der Name des Schiffs noch immer am Heck zu sehen ist. Die Expedition zur Suche nach der Endurance war ein 10 Millionen Dollar Projekt, das von einem anonymen Spender finanziert wurde. Heute ist die Endurance eines der bedeutendsten Schiffswracks in antarktischen Gewässern. Nummer 4. Beim Betreten der dunklen und geheimnisvollen Unterwelt der Antarktis finden wir den Vostoksee, einen uralten Süßwassersee, der unter mehr als 3 Kilometern festem Eis begraben liegt. Der See, der seit mehr als 15 Millionen Jahren vom Rest der Welt isoliert war, birgt ein rätselhaftes Geheimnis, seltsame, nicht identifizierbare Lebensformen. Russischen Forschern gelang es 2012, durch die dicke Eisschicht zu bohren, die gefrorene Schicht zu durchdringen und das alte Wasser des Sees zu erreichen. Ihr Ziel war einfach, Proben zu gewinnen, die Geheimnisse über vergangene Klimazonen enthüllen und vielleicht Aufschluss darüber geben könnten, ob Leben in extremen Umgebungen existieren könnte. Das Team machte am Vostoksee eine überraschende Entdeckung. Sie fanden Mikroben, die sich der bestehenden Klassifizierung widersetzten und unter extremen Bedingungen von Kälte, Dunkelheit und Druck überlebt hatten. Diese Ergebnisse werfen mehr Fragen als Antworten auf und wecken Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels. Wenn Gletscher schmelzen, besteht die Möglichkeit, dass unbekannte uralte Organismen in die Ozeane freigesetzt werden, mit möglicherweise katastrophalen Folgen. Darüber hinaus erinnert uns die Idee eines Pandemieszenarios ähnlich dem Andromeda-Stamm, auch wenn sie weit hergeholt erscheint, daran, dass unser Wissen über das Leben auf der Erde begrenzt ist. Nummer 5. Die Antarktis ist bekanntermaßen eine riesige Landschaft aus Eis und Schnee, aber die Entdeckung des subglazialen Gambodzew-Gebirges hat diese Wahrnehmung in Frage gestellt. Diese unter der Eisdecke in der Ostantarktis verborgenen Berge sind mit über 500 Millionen Jahren eines der ältesten Gebirge der Erde. Die Entdeckung des Gambodzew-Gebirges stellt unser herkömmliches Verständnis von Gebirgsbildung und Erosion in Frage. Trotz ihres Alters stehen diese Berge noch immer unter dem Eis, was unserem Wissen über erosive Prozesse widerspricht. Das Studium dieser Berge ist aufgrund ihrer versteckten Lage eine Herausforderung. Um sie zu untersuchen, nutzen Wissenschaftler Technologien wie Eisradar und seismische Untersuchungen. Dieser Mangel an direktem Zugang macht sie zu einer mysteriösen und gespenstischen Präsenz. Das Gambodzew-Gebirge ist wissenschaftlich faszinierend, da es Informationen über die geologische Vergangenheit der Erde und die Auswirkungen des Klimawandels liefern kann. Allerdings gibt ihr Mysterium aufgrund der Unsicherheiten und Geheimnisse, die sie immer noch bewahren, auch Anlass zur Sorge. Nummer 6. Die Antarktis ist aufgrund ihres weißen Hintergrunds und des Mangels an terrestrischen Gesteinen ein günstiger Ort für die Meteoritenjagd. Russische Forscher haben einige der ältesten Meteoriten in der Antarktis entdeckt, darunter einen, der vermutlich vom Mars stammt. Dieser Meteorit, bekannt als ALH84001, hat wegen des möglichen Vorhandenseins versteinerter Bakterien vom Mars in seinem Inneren Kontroversen ausgelöst. Dies wirft beunruhigende Fragen über die Existenz außerirdischen Lebens und seine Auswirkungen auf die Astrobiologie auf. Ein weiterer bemerkenswerter Meteorit ist ein Chondrit, der vor etwa 470 Millionen Jahren aus einer Asteroidenkollision entstand. Diese Entdeckung verdeutlicht die katastrophale Natur kosmischer Ereignisse. Insgesamt erinnern uns antarktische Meteoriten daran, dass das Leben auf der Erde mit dem Kosmos verbunden ist und dass potenzielle Gefahren aus dem Weltraum drohen.
Dies stellt eine anhaltende Bedrohung für das Leben auf unserem Planeten dar. Nummer 7. Blood Force ist ein Fluss aus eisenhaltigem Salzwasser, der das antarktische Eis blutrot färbt. Es wurde im 20. Jahrhundert von russischen Entdeckern entdeckt und ist ein surreales und beunruhigendes Phänomen in der Antarktis. Die Ströme entspringen dem Tälergletscher und werden von einem eisenreichen subglazialen See gespeist. Wenn eisenreiches Wasser der Luft ausgesetzt wird, oxidiert es und nimmt einen rötlichen Farbton an. Diese Entdeckung unterstreicht die seltsame und mysteriöse Natur der Antarktis. Zusätzlich zu ihrem beunruhigenden Aussehen enthüllen die Wildbäche ein unter dem antarktischen Eis verborgenes Ökosystem, in dem extremophile Mikroorganismen unter widrigen Bedingungen überleben und gedeihen können. Diese Mikroben sind für ihren Stoffwechsel auf Eisen und Schwefel im Wasser angewiesen und führen die Chemosynthese in einer von Sonnenlicht und Sauerstoff isolierten Umgebung durch. Diese Erkenntnis stellt unser Verständnis bewohnbarer Umgebungen in Frage und erweitert die Möglichkeiten des Lebens im Universum. Es gibt jedoch auch Anlass zur Sorge über die Folgen des Klimawandels, da das Abschmelzen des antarktischen Eises diese Organismen in die Ozeane freisetzen und unbekannte Auswirkungen auf die derzeitigen Ökosysteme haben könnte. Darüber hinaus erinnert uns Blood Force an das vergangene Klima der Erde und ihre unbeständige Klimageschichte und gibt Anlass zur Besorgnis über zukünftige Veränderungen. Nummer 8. Das subglaziale Gambartsev-Gebirge in der Antarktis birgt beunruhigende Rätsel und Geheimnisse. Ihre Entstehung hat keine geologische Bedeutung, da sie in einer Region liegen, die ungewöhnlich weit von den Grenzen tektonischer Platten entfernt ist. Diese Berge sind älter als die Eisdecke selbst, was rätselhaft ist. Die Ungewissheit über ihr Alter und die ungeklärte Topographie stellen unser Verständnis der geologischen Vergangenheit der Erde in Frage. Ein weiterer beunruhigender Aspekt ist das Vorhandensein subglazialer Seen und Flüsse unter der Eisdecke. Diese Gewässer könnten unbekannte Lebensformen beherbergen, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben, was Fragen über das Leben auf der Erde und darüber hinaus aufwirft. Darüber hinaus beeinflussen die Gambartsev-Berge den Fluss und die Ansammlung von Eis in der Antarktis, was Auswirkungen auf den Klimawandel und die Stabilität der Eisdecke hat. Dies kann erhebliche globale Folgen haben. Nummer 9. An der abgelegenen Vostok-Station in der Antarktis wurden alarmierende Strahlungswerte festgestellt. Dies ist auf die große Höhe und die Nähe zu den Magnetpolen der Erde zurückzuführen. Die Bewohner der Station sind Strahlendosen ausgesetzt, die die empfohlenen Grenzwerte überschreiten, was das Krebsrisiko erhöht. Diese Entdeckung ist erschreckend, denn sie zeigt uns die extremen Bedingungen, denen wir bei der Erforschung anderer Planeten ausgesetzt sein könnten. Die Vostok-Station gibt uns eine Vorstellung davon, wie schwierig es ist, Orte ohne Atmosphäre wie den Mars oder den Mond zu besiedeln. Darüber hinaus machen uns diese hohen Strahlungswerte auf die möglichen Auswirkungen eines Atomkrieges oder einer Atomkatastrophe auf die Welt aufmerksam. Sie stellen aufgrund der Strahlenschäden an der Ausrüstung auch technische Herausforderungen dar. Was Yellowstone betrifft, so stehen seine Geysire und sein geothermales System mit unterirdischem Magma in Zusammenhang. Die genaue Beobachtung dieser Phänomene ist wichtig, um ihr vulkanisches Verhalten zu verstehen und vorherzusagen. Nummer 10. Die hydrothermalen Lagerstätten von Yellowstone enthalten heißes Wasser und Dampf, die durch die Hitze der Magmakammer erzeugt werden. Veränderungen in diesen Ablagerungen weisen auf mögliche Vulkanausbrüche hin und beeinträchtigen das Netzwerk aus Geysiren, heißen Quellen und Fumarolen im Park. Zu diesen Veränderungen gehören Änderungen der Wassertemperatur und Chemie, neue thermische Eigenschaften und mehr Geysirausbrüche. Eine wesentliche Veränderung hydrothermaler Ablagerungen ist der Druckanstieg aufgrund von Magma, Hitze oder seismischer Aktivität. Dies führt zu häufigeren oder intensiveren Ausbrüchen von Geysiren und anderen geothermischen Veränderungen. Veränderungen in der Wasserchemie zeigen Veränderungen in hydrothermalen Lagerstätten.
Hinweise auf diese Veränderungen liefert die Auflösung von Mineralien im Wasser von Geysern und heißen Quellen. Plötzliche Veränderungen in der Wasserchemie können auf Störungen in den Stauseen hinweisen. Das Norris-Geyser-Becken weist bedeutende Veränderungen auf, wie zum Beispiel steigende Bodenniveaus, Geyseraktivität und Veränderungen in der Wasserchemie, die möglicherweise mit der Bewegung von Magma zusammenhängen. Nummer 11. Der in der Antarktis entdeckte Hiawatha-Krater ist ein riesiger subglazialer Krater, der durch den Einschlag eines massiven Meteoriten entstanden ist. Seine Existenz offenbart die zerstörerischen Kräfte, denen unser Planet ausgesetzt war, und das Potenzial für zukünftige katastrophale Ereignisse. Die Auswirkungen wären eine globale Katastrophe gewesen, mit Bränden, Tsunamis und einem nuklearen Winter aufgrund der Blockierung der Sonne. Dies verdeutlicht die Bedrohung durch erdnahe Objekte wie Asteroiden und Kometen. Obwohl Anstrengungen unternommen werden, um Auswirkungen zu verfolgen und zu verhindern, besteht weiterhin die Möglichkeit einer Katastrophe. Dieses latente Risiko ist beunruhigend. Darüber hinaus stellt der Krater unser Verständnis der Erdgeschichte und ihres Zusammenhangs mit Massenaussterben und Klimawandel in Frage. Die Entdeckung des Hiawatha-Kraters war eine technische Herausforderung, da er unter einer Eisschicht verborgen ist. Dies zeigt, dass wir uns noch in einem frühen Stadium der Erforschung und des Verständnisses unseres Planeten befinden, insbesondere in der abgelegenen und lebensfeindlichen Antarktis. Nummer 12. Die Antarktis erwärmt sich, insbesondere im Westen und auf der antarktischen Halbinsel, und bedroht Wetterbedingungen, Meeresspiegel und Leben auf der Erde. Die Erwärmung wurde durch verschiedene Datenquellen bestätigt und zeigt einen deutlichen Anstieg der Oberflächen- und Untergrundtemperaturen. Einige Gebiete der Antarktis haben sich in den letzten 50 Jahren um mehr als 2,5 Grad Celsius erwärmt. Dies führt zu einem beschleunigten Eisverlust im Westen und auf der antarktischen Halbinsel und trägt zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Darüber hinaus erodieren durch die Erwärmung der Ozeane Schelfeise und Eisberge zerfallen. Die Möglichkeit, kritische Punkte mit irreversiblen Veränderungen zu erreichen, ist besorgniserregend. Der Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes würde den Meeresspiegel ansteigen lassen, Küstenstädte beeinträchtigen und Millionen von Menschen vertreiben. Diese Erwärmungstrends wirken sich auch auf lokale und globale Ökosysteme aus. Der Rückgang des Meereises betrifft wichtige Arten wie Krill, verändert die Nahrungskette der Antarktis und beeinträchtigt Wale, Robben und Pinguine. Auf globaler Ebene können Veränderungen in der Antarktis die Meereszirkulation und Wettermuster beeinflussen und extreme Wetterereignisse verstärken. Darüber hinaus könnte die Erwärmung der Antarktis große Mengen an eingeschlossenem Methan freisetzen, die globale Erwärmung beschleunigen und weltweit drastische, unvorhersehbare Klimaveränderungen verursachen. Nummer 13. In einer entlegenen Ecke der Antarktis, wo das Eis nie schmilzt und der Wind stark weht, machte eine Forschergruppe eine überraschende Entdeckung. Unter Schnee und Eis fanden sie Überreste alter Steine eines Bauwerks, das vor Tausenden von Jahren existiert haben muss. Die Blöcke waren sehr gut geschnitten und hatten besondere Details, die man in der Antarktis noch nie gesehen hatte. Dies zeigt, dass in der Antarktis möglicherweise irgendwann einmal Menschen gelebt haben. Obwohl die Steine im Laufe der Zeit abgenutzt sind, zeigen sie, dass die alten Baumeister sehr geschickt waren. Sie fanden rund um die Ruinen antike Gegenstände, die von Orten stammten, die sehr weit von der Antarktis entfernt waren. Aufgrund des Alters und der Art der Objekte gehen Forscher davon aus, dass es sich bei der Struktur um einen antiken Pfosten handeln könnte. Obwohl es vieles gibt, was wir immer noch nicht verstehen, zeigt die Art und Weise, wie sie die Steine schnitten und verlegten, dass sie sehr gut wussten, wie man mit Stein baut. Die Struktur wurde so gebaut, dass sie der antarktischen Kälte und dem Wind standhält, mit dicken Wänden und schrägen Dächern, um starken Winden standzuhalten und die Ansammlung von Schnee zu verhindern. Dieser Befund zeigt,
dass in der Vergangenheit hier Menschen lebten und sich an das extreme Klima anpassten, obwohl wir uns fragen, wie sie so etwas an einem so schwierigen Ort gebaut haben. Die Steine und ihre Platzierung verraten uns, dass sie von sehr weit her gebracht wurden, was bedeutet, dass sie über weite Strecken zurücklegen konnten. Obwohl wir nicht viel über diese antike Gesellschaft wissen, lassen uns ihre Bauweise und die Gegenstände, die wir finden, an andere antike Zivilisationen denken. Es gibt noch viele Fragen, aber diese Ruinen zeigen uns, dass es in der Antarktis einst menschliche Aktivitäten gegeben haben könnte, obwohl sie heute so unwirtlich ist. Nummer 14. Der antarktische Eisschild ist dafür bekannt, dass er das größte Reservoir an gefrorenem Süßwasser auf dem Planeten ist, aber Wissenschaftler haben kürzlich ein dynamisches aquatisches Ökosystem entdeckt, das unter dem Ross-Eisschild verborgen ist. Diese Entdeckung enthüllte eine bisher unbekannte subglaziale Welt, die durch mehr als eine halbe Meile dichtes Eis vom offenen Himmel getrennt war. Welches Leben überlebt und gedeiht hier in der permanenten, kalten Dunkelheit? Ein von Neuseeland geführtes Team schmolz mit Hilfe spezieller Heißwasserbohrgeräte ein schmales Portal, das 500 Meter tief durch den Ross-Eisschild reichte. Eine Fernkamera zeigte dann das dunkle Wasser darunter voller Leben. Am häufigsten waren garnelenartige Flohkrebse zu finden, die die Unterseite des Eisschildes bevölkern. Diese durchscheinenden, blinden Organismen, die noch nie Sonnenlicht gesehen haben, ernähren sich von Algen, die auf dem Eis wachsen. Die Wassersäule in den unterirdischen Hohlräumen wurde entsprechend feiner Temperatur- und Salzgehaltsunterschiede schichtweise geschichtet. Dadurch entsteht eine interne Zirkulation, die vom Meeresboden aufsteigende nährstoffreiche Strömungen mit sauerstoffhaltigem Schmelzwasser vermischt, das durch Risse im Eis eindringt. Die hohe Häufigkeit an Amphipoden weist auf ein überraschend komplexes und aktives Nahrungsnetz hin, das von diesen Strömungen unterstützt wird. Die Entdeckung einer Oase des Lebens unter dem antarktischen Eis überraschte Forscher. Sie beschrieben es als einen Garten Eden für Meeresbewohner. Wissenschaftler planen, zurückzukehren und die einzigartigen Mikroben, Algen, Larven und anderen Organismen zu beproben, die dieses lichtlose Wasserreich bevölkern. Ähnliche Untereisumgebungen dürften an den Rändern der peripheren Eisschelfs der Antarktis existieren.